Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Ich freue mich ganz doll. Ich habe heute nämlich die lang ersehnte Schminksammlung für euch. Ich habe euch ein bisschen auf die Folter gespannt. Diejenigen, die aktiv meine Videos verfolgen, wissen, dass ich mit all meinem Stuff in ein neues Büro gezogen bin. Here we are. Ich habe euch dazu auch eine Roomtour abgedreht. Da seht ihr alle Details zu den Möbeln, wie es hier auch aussieht. Tapete, Schminktisch und so weiter. Darum soll es in diesem Video nicht gehen. Wenn ihr Interesse habt, ich linke euch das Video gerne hier oben ins i rein. Schaut da im Anschluss vorbei. Dann seht ihr nochmal genau, woher was ist. Heute geht es wirklich um Make-up. Pur um meine Schminksammlung und die Organisation hinter den Schränken. Wie habe ich das Ganze aufgebaut? Was habe ich mir dabei gedacht? Und vor allem, wie viel ist es tatsächlich? Ich würde sagen, wir starten direkt. Los geht's. Viel Spaß dabei. Okay, für alle, die neu sind auf meinem Kanal oder die Roomtour nicht gesehen haben, ich hole euch einmal kurz ab. Wir stehen hier gerade vor einem IKEA Pax Kleiderschrank. Ich habe insgesamt 2 Stück davon und die habe ich mir speziell für mein Make-up zusammengestellt. Das ist ja super praktisch. Bei IKEA kann man das Ganze online easy zusammenstellen für die eigenen Bedürfnisse. Und meine Bedürfnisse lagen hier ganz klar auf dem Fokus Make-up. Ich habe mir die Inspiration bei Pinterest geholt und ich wusste direkt, okay, das wird mein System. Genau sowas möchte ich auch haben und damit werde ich sicher glücklich. Vorher hatte ich ja diese Alex Kommun, die sind aus allen Nähten geplatzt, die sind schon gar nicht mehr zugegangen. Also es war wirklich katastrophal und hier bin ich jetzt wirklich so gut ausgestattet. Die Schränke sind von innen beleuchtet, das war mir persönlich ganz wichtig, damit die Produkte auch wirklich schön angestrahlt sind. Es sieht nicht nur schön aus, wenn man den Schrank aufmacht, sondern man sieht auch wirklich was in dem Schrank selber drin. Das war mir persönlich, wie gesagt, sehr wichtig. Ich habe bis zur Hälfte hochgeplant, alles wirklich nur fürs Make-up bis unten und hier oben habe ich dann noch ein bisschen Stauraum für, keine Ahnung, Deko für den Hintergrund, für YouTube oder für Make-up-Taschen und so weiter und so fort. Das bewahre ich dann in so Boxen auf. Außerdem habe ich hier oben noch so kleine Boxen, die leer sind. Da suche ich mir immer, bevor ich ein Video drehe, die Produkte raus, packe das alles rein, dann habe ich alles direkt am Set griffbereit. Das ist auch immer ganz wichtig und super praktisch vor allem. Dann läuft man nicht immer so mit Sack und Pack dann zu seinem Tischchen. Genau, hier oben befindet sich dann ein Glaseinlegeboden, der so ein bisschen durchblitzen lässt, was einen danach erwartet. Und eine richtig schöne Übersicht über die ganzen Liquid Lipsticks und Glosse, die ich habe. Aber obendrauf bewahre ich dann meine Make-up-Pinsel auf. Die Pinselgläser habe ich schon eine Weile. Ich hatte die mal bei Amazon bestellt. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich habe vergeblich nachgesucht, denn ihr seht es. Es sind mit der Zeit ein paar neue Pinsel dazugekommen und ich habe keine übrigen Kapazitäten mehr. Vielleicht sollte ich auch einfach mal Pinsel aussortieren. Dann hätte ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen Platz. Aber egal, das ist auf jeden Fall die Pinselsammlung. Und diesen Spiegel hatte ich mir ursprünglich gekauft, um meine Videos zu drehen. Allerdings ist der zu hoch und ragt immer so in die Linse. Das heißt, man sieht mich dann gar nicht mehr, weshalb ich ihn jetzt hier hingestellt habe. Und das ist echt ganz praktisch. Mit dem Licht kann man dann immer noch mal schnell irgendwie so den Lippenstift nachziehen oder so, wenn man sich einmal nur ein kleines Fresh-Up geben möchte. Wie es die Durchsicht hier schon erahnen lässt, befindet sich darunter direkt auf einem Ausziehboden all meine Liquid Lipsticks und Lipglosse. All das, was so die Lippenstiftgröße überschreitet, habe ich hier probiert, nach Farben zu sortieren. Sehr übersichtlich auf kleinen Acrylaufbewahrungssystemen. Die sind so praktisch, speziell für die Alex-Kommoden von IKEA oder diesen kleinen Malm-Frisiertisch oder auch eben für Pax. Komplemente, Elemente, um das Ganze schön zu sortieren. Wahnsinn. Sind von Tidies Up. Ich habe einen 10% Rabattcode für euch. Der ist heute und morgen bis 0 Uhr gültig. Ihr könnt 10% auf alles sparen, außer auf Sets. Es geht nur für Singles. Und was ich noch alles von Tidies Up habe, seht ihr in den nächsten Schubladen. Das ist einfach der Kracher. Jedenfalls haben wir hier die ganzen Trays eben voll mit den ganzen Liquid Lipsticks. Die von NYX passen hier super in dieses Double Tray rein. So kann man auch immer ganz schön sehen, was man eben hat. Es ist wesentlich übersichtlicher, seht ihr ja. Und es ist auf jeden Fall ein kleiner Gamechanger, gerade wenn man ein bisschen mehr Make-up hat, so wie ich. Ich persönlich lieb's. Ich liebe genau dieses Fach, so wie es ist. Ich finde es richtig, richtig gut. Ja, hier habe ich so meine Banana-Lipsticks und dann geht es eigentlich auch weiter hier mit so ein paar Glitzerglossen. Und irgendwie habe ich festgestellt, auch beim Einsortieren schon, dass ich mich immer in der gleichen Farbrange aufhalte. Also ich glaube, man sieht ganz klar, welche Farbe ich super gerne auf den Lippen trage und dass ich echt so ein Nudie bin. Und ja, dann mehr den Fokus auf das Augen-Make-up lege und das Lippen-Make-up meistens dann runterfahre. Natürlich sind auch ein paar knalligere Farben dabei, aber die kommen eher selten zum Einsatz.
Dann habe ich hier einen weiteren Ausziehboden drunter. Hier befinden sich Lip Liner und auch Kajalstifte drin in einer schönen Aufbewahrung und auch Mascaras. Und dieses Fach platzt auch aus allen Nähten. Ich habe euch eine umfangreiche Mascara Try-On Review abgedreht. Da habe ich schon ein bisschen aussortiert, aber irgendwie wird es nicht leerer. Ich habe da halt so ein paar mehr. Absolutes Favorite, absoluter Tipp. Ist nach wie vor die IT Cosmetics Superhero Mascara. Unglaublich gut, lange nicht mehr so eine gute Mascara gehabt, aber auch viele weitere, die ihr hier seht, sind wirklich Gold wert. Also all das sind Mascaras, die ich noch nicht aussortieren konnte, von denen ich mich noch nicht trennen könnte und die immer mal wieder zum Einsatz kommen. Augenbrauen, auch ein ganz wichtiges Thema bei mir persönlich. Das Ganze habe ich so ein bisschen aufgeteilt in Augenbrauenstifte, in Augenbrauen Gele bzw. Mascara-Bürstchen und hinten so Pomaden, Tiegelchen, die ein bisschen größer sind, wie auch so eine Brow Soup und so weiter. So habe ich ja auch einen ganz guten Überblick und kann immer mal sehen, worauf ich Bock habe. Und meistens greife ich tatsächlich auf so einen Stift zurück. Da habe ich auch am meisten von, wie ihr sehen könnt. Und mein absoluter Favorit ist da von Catrice, der Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Aber auch den von Benefit finde ich ganz cool. Hier kommen wir jetzt so ein bisschen zu, einer unfertigen Situation. Ich habe beim Umzug den zweiten Tray für meine Lippenstifte verloren. Ich weiß nicht, wo ich den hingelegt habe. Der muss noch vielleicht irgendwo im Lager liegen oder so. Deshalb sind meine ganzen MAC Lippies noch hier in so einem Double Tray einsortiert und irgendwie noch nicht so wirklich übersichtlich. Das ändert sich definitiv noch. Da werde ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Und die anderen Lippenstifte habe ich so eins zu eins übernommen und dann eben kopfüber, ganz wichtig, damit man immer sieht, welche Farbe am Start ist, in das Tray reinsortiert. Daneben befindet sich so eine kleine Box, die habe ich ein bisschen umfunktioniert. Diese Box ist nämlich eigentlich für Sponges und davon habe ich noch eine in meinem Schminktisch direkt drin. Da bewahre ich dann meine Beautyblender auf. Seht ihr hier auch nochmal einmal eingeblendet. Wirklich super praktisch, auch von Tidies Up. Hier habe ich das Element in der Mitte aber rausgenommen und habe hier einfach so meine natürlichen Glosse reingepackt. Also diese ein bisschen transparent sind und hier, wie zum Beispiel den von Dior oder den Glossbomb von Fenty Beauty. So kleine Produkte, die super alltagstauglich sind und den Lippen ein bisschen Glow geben. Hier zum Beispiel auch einfach eine Lippenpflege von Asam Beauty oder eben halt auch die Volumizing Lip Booster von Catrice. Also hier sind so ein paar Basic Sachen für die Lippen eben drin. Habe ich übrigens auch direkt schon einen zweiten, weil ihr seht, ne, auch dieses Kästchen wird mittlerweile voll. Und dahinter habe ich dann noch ein bisschen Platz für weitere natürliche Lipglosse. Direkt unter diesem Ausziehboden befindet sich dann eine Glasschublade. Das war mir auch sehr wichtig, dass ich das Ganze wirklich transparent habe, um direkt zu sehen, was befindet sich wo. Und hier befinden sich meine Bronzer, Highlighter und Blushes drin. Und ich bin ganz ehrlich, der Platz ist zu wenig. Ich brauche tatsächlich noch eine weitere Schublade, die ich aber tatsächlich auch eingeplant habe. Exakt dafür. Blushes, ihr wisst es, benutze ich nicht ganz so häufig. Die sollen eigentlich in den anderen Schrank drüber. Und da habe ich auch nochmal so einen Tray von Tidies Up. Das ist noch nicht ausgepackt, weil die Schubladen halt noch nicht da sind. Da gibt es ein paar Lieferschwierigkeiten. Deshalb habe ich das erstmal hier so in diese zusammengepackt, aber das wird sich definitiv nochmal ändern und da wird es auch noch einen zweiten Teil geben, wenn der zweite Schrank dann fertig ist. Dann seht ihr auch meine Lashes und weitere Aufbewahrungen, zum Beispiel auch für die Haare und so weiter, das habe ich nämlich auch alles hier. Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zu dem Bronzer, die haben wir hier auf der Seite. Ich habe das probiert so zu machen, dass ich die Bronzer, die ich natürlich gerne verwende, weiter nach vorne sortiert habe, dass sie direkt griffbereit sind und die, die eher mehr so auf der Strecke bleiben, weiter hinten habe. Genau, und first things first, ihr wisst es, der Matte Bronzer von NYX, den mag ich super gerne. Hier habe ich noch den Hoola Bronzer oder auch relativ neu meiner Favoriten, der Give Me Sun Bronzer von MAC. Das sind so meine drei Heiligen, die natürlich dann auch direkt hier in der ersten Reihe einsortiert sind. Aber auch der Too Faced Bronzer ist toll. Warum der von Anastasia hier vorne ist, kann ich mir gerade nicht erklären. Den mag ich nämlich persönlich nicht ganz so gerne. Genau, und hier hinten habe ich auch noch, vielleicht habt ihr es gesehen, ein paar Sticks. Also hier zum Beispiel den She Glam Contour Stick oder auch die Contour-Palette von Essence. Ja, hier sind so ein paar Sachen eben für die sonnengeküsste Haut und auf der anderen Seite teilen sich Highlighter und auch Blush gerade das Fach. Ich habe mehr Highlighter als Blushes, oh Wunder, und eigentlich habe ich tatsächlich auch mehr Highlighter-Paletten, die sehen wir dann nochmal ein bisschen weiter unten.
Hier habe ich das nach dem gleichen System auch in den nächsten Schubladen nach dem gleichen System sortiert. Alles, was ich gerne mag, ist direkt in der ersten Reihe griffbereit und was so ein bisschen auf der Strecke bleibt, dann weiter hinten. Ja, hier sind meine Blushleiter von Essence. Hier könnte man das zum Beispiel auch lösen, wenn noch ein paar dazu kommen, dass man die direkt in ein Fach reinsteckt. Das ist dann sehr, sehr praktisch. Den Highlighter von Luisa, den habe ich tatsächlich nicht ins Tray einsortiert bekommen und auch dieses Bronzing Oil oder mal so ein Tübchen oder so, was eigentlich auch mehr Highlight und Bronzing ist, befindet sich dann in der Mitte, weil ich habe wirklich noch so ein paar Zentimeter zwischen den beiden Trays Platz. Das ist sehr, sehr praktisch, gerade wenn man eben Produkte hat, die nicht in diese kleinen Nischen reinpassen. Und dann kommen wir direkt zur Schublade von der Foundation und dem Primer. Die ist auch schon relativ voll und hier habe ich ein anderes System. Hier habe ich nach Finish sortiert, also vom leichten Finish bis hin zur starken Deckkraft. Ganz hinten befindet sich zum Beispiel die Double Wear Foundation von Estee Lauder. Viele werden sie kennen, die hat ordentlich Power. Die wird auch relativ trocken auf der Haut. Das ist eine Full Coverage, fast schon Camouflage Foundation. Dahinter habe ich tatsächlich auch dann die Camouflage einsortiert, Double Wear Maximum Cover. Also hier ist wirklich eine starke Deckkraft gegeben, auch von NYX. Dann geht es halt so abwärts und dann fängt das an mit den CC Creams oder eben halt auch der getönten Tagespflege von Asam. Und dann halt in Reihen sortiert. Dann wieder, was benutze ich super gerne und was kommt eher seltener zum Einsatz. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das Asam Make-up mag ich persönlich nicht so gern, weil ich euch da viel von erzähle. Nur ihr seht es, ne? Der Tiegel passt nicht so gut hier in so ein Nischchen rein, deswegen habe ich das hier hinten, das steht da super drauf. Genau, und so sind die Foundations dann sortiert und tatsächlich verwende ich alle im Wechselmaß und alles Foundations, die regelmäßig im Gebrauch sind und auf der anderen Seite habe ich dann noch ein paar Primer. Hier habe ich kein System, wenn ich ehrlich bin. Hier greife ich einfach nach dem, wo ich lustig bin, den ich jetzt unter der passenden Foundation eben tragen möchte. Ja, aber absolutes Highlight ist für mich die MAC Strobe Cream. Ist ja auch eher eine Creme, aber trotzdem benutze ich sie sehr, sehr gerne unter dem Make-up, als auch den All-Nighter Primer von Urban Decay. Der funktioniert für mich auch sehr gut. Den habe ich übrigens auch nochmal in der Dewy-Version, also dann ist er nochmal ein bisschen nasser. Kleine Cremes, feuchtigkeitsspendende Primer, porenverfeinernde auf Silikonbasis, Glowy Primer, also ich habe wirklich alles da. Hier in der Mitte befinden sich meine Setting Sprays und ich sag ja, dieser Platz, diese paar Zentimeter zwischen den Trays sind wirklich sehr wertvoll, weil ich finde einfach, das geht auch so einher und es ist so übersichtlich, ich liebe das einfach. Und hier habe ich All Nighter Setting Spray, das Beauty Elixier von Asam Beauty, als auch mein Fix Plus von MAC. Dieses hier von Garnier mag ich auch super gern. Das ist ja kein Fixing Spray, sondern einfach so ein Gesichtswasserspray. Aber das ist zu groß. Also wenn ich das hier hinstelle, dann kriege ich die Schublade nicht zu. Deswegen muss es hier hinten liegen. Auch hier, das benutze ich je nachdem, wie ich lustig bin. Ne? Wie gesagt, die vorne, die kommen tatsächlich bei fast jedem Look zum Einsatz. Aber welches ich auch super gerne mag, ist zum Beispiel das Art Deco Anti-Pollution Spray. Hat jetzt nichts zu bedeuten, nur weil es weiter hinten ist. Ich glaube, ich habe es einfach nur länger nicht verwendet. Ja, that's it. Das ist eine sehr interessante Schublade, wie ich finde. Und ich habe hier sogar noch ein bisschen Platz drin. Das heißt, es darf noch gerne was einziehen. Hier haben wir meine kleine Auswahl an Pudern. MAC Studio Fix Powder ist natürlich in der ersten Reihe, wobei ich mich frage, was das NYX Puder hier zu suchen hat. Das ist nämlich auch ziemlich cool. Das ist das No Filter Puder von NYX. Verwende ich sehr, sehr gerne, gerade wenn es so ein bisschen natürlicher sein soll, das Make-up. Aber auch das All Nighter Powder wieder von Urban Decay. Sehr, sehr gut. Und mein heiliger Gral, ihr wisst es, das Brighten Up Banana Powder. Also hier habe ich nicht nur die Puder drin, die fürs komplette Gesicht geeignet sind, sondern eben halt auch meine Highlighting Powder bzw. Banana Powder, die ich dann zum Setten für den Concealer eben nehme. Und den Concealer habe ich hier sortiert. Als ich das Ganze einsortiert habe, habe ich mich erschrocken, wie wenig Concealer ich im Verhältnis zur Foundation habe. Aber ich bin ganz glücklich drum, denn ich komme hier gerade so mit meinem Platz aus. Der eine kommt mal mehr zum Einsatz, der andere eben ein bisschen weniger. Ja, hier vorne seht ihr eigentlich schon, ne? Den Benefit Boing Concealer finde ich super. Den It Bye Bye Under Eye Concealer, der ist ein bisschen fester von der Konsistenz. Aber auch so leichtere Concealer wie den Skin Love and Sensitive Concealer von Essence. Also wie gesagt, eine gut gemischte Kombi aus High-End und Drogerie eben. Und hier in der Mitte habe ich wieder den Platz sinnvoll genutzt für meine losen Puder. Wie zum Beispiel das True Skin Powder von Catrice oder diesen dicken Oschi hier von Rival Loves Me. Das
Marshmallow Powder, hat eine ultra fette Verpackung, nimmt super viel Platz weg, aber in diesem Ausziehboden dann in Ordnung. Ich habe ja noch ein bisschen Platz. Und dann von Anastasia noch so ein Banana Powder, auch in loser Form. Kommen wir zum nächsten Ausziehboden und hier ist noch ein bisschen Chaos, wenn ich ehrlich bin. Vergesse ich diesen Ausziehboden auch immer total. Hier befinden sich meine Highlighter-Paletten tatsächlich und Highlighter ist für mich irgendwie diese Schublade. Wenn ich einen Highlighter greifen will, gucke ich immer erst da rein und gehe gar nicht weiter runter. Also hier muss ich auf jeden Fall auch nochmal schauen, dass ich das Ganze schön sortiere. Da gibt es auch für Paletten übrigens ein richtig schönes Tray von Tidies Up. Habe ich mir auch bestellt, ist noch eingepackt dort hinten. Ich denke, ich werde es jetzt erstmal zweckentfremden hierfür. Ich hatte das eigentlich für einen anderen Schrank. Aber gut, das sind meine Highlighter-Paletten und hier ist auch nochmal so eine Contouring-Palette von Essence. Die kann ich direkt mal hier oben zupacken. Dann haben wir das Duo da oben perfekt. Und Blush-Paletten hier von Benefit zum Beispiel, die Cheekstars-Palette, ne? Also hier befinden sich einfach so ein paar Paletten zum Konturieren, zum Highlighten, whatever. Und diese mega 196 Stars Palette von Make-up Revolution, die einfach fast 200 Lidschattenfarben beinhaltet. Konturpaletten. Ja, hier wühle ich mich dann so durch, wenn ich denn mal diesen Ausziehboden aufmache, was ich gebrauchen könnte. Und diese Freunde, nach wie vor top, top Palette, holt sie euch. Better Than Gold von Catrice. Ich glaube, die gibt es nur noch bei Catrice Online. Und dann öffnen wir die wohl begehrteste Schublade und zwar für meine Lidschattenpaletten. Wow, so sieht das Ganze aus. Es ist auch hier nicht sortiert. Ich habe es am Anfang ein bisschen probiert, hier so mit den kleinen Paletten zu sortieren und dann hier immer so die länglichen und größeren. Aber mittlerweile greife ich auch hier einfach so raus. Ich weiß ja in etwa, welche Produkte ich habe und auch welche ich gerne verwende und wühle mich dann einfach hier ein bisschen durch wie eine kleine Wühlmaus. Die Pretty Puppy Palette, seht ihr hier direkt schon? Habe ich doppelt, ne? Das ist ja wirklich einer meiner allerliebsten Paletten. Und bevor ihr euch jetzt freut, die ist leider ausverkauft. Das war eine Limited Edition von Too Faced und die eine ist mir kaputt gegangen. Und das war noch mein liebster Lidschatten, weshalb ich sie mir nochmal geholt habe. Ich bin schnell losgeflitzt und konnte tatsächlich noch eine ergattern. Deshalb habe ich zwei davon. Aber wie gesagt, die sind leider, leider ausverkauft. Deswegen benutze ich sie auch gar nicht mehr in Videos, aber so im Alltag. Boah, ich liebe die. Wenn ihr die noch irgendwo kriegt, irgendwie bei Vinted oder irgendwie nochmal ergattern könnt bei eBay oder so, holt die euch. Die ist mega. Ja, die Pro Slim Paletten von Catrice, ich habe sie tatsächlich alle und auch alle regelmäßig in der Verwendung. Ich mag die einfach super gerne. Die haben eine Mega-Qualität, sind für mich persönlich gerade die beiden hier die besten aus der Drogerie für ein Mega-Preis-Leistungs-Verhältnis. Solltet ihr euch definitiv mal anschauen, solltet ihr noch keine besitzen. Und dann natürlich Klassiker, ganz viele Naked Paletten. Oh, schaut mal, die Pro Slim habe ich hier zweimal. Ja, auch die sind natürlich der Shit, ne? Liebe sie alle, mag sie total gerne. Und da kommen auch immer mal wieder neue dazu. Ich glaube, ich habe sogar noch da oben eine, die noch komplett unangetastet ist. Die müsste ich demnächst auch mal probieren. Dann die von It Cosmetics, die Naturally Pretty Palette, die eigentlich fast nur matte Farben beinhaltet. Und auch mein heiliger Gral, die Most Love Mattes Palette von Milani, auch mit nur matten Shades. Seht ihr auch immer wieder in meinen Videos oder auf meinem Insta, weil ich die einfach super gerne mag. Schaut mal, hier ist noch eine Pro Slim Palette. Also, ich bin gut ausgestattet worden von Catrice. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ja, die Pumpkin Spice Palette war auch limitiert. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Von Too Faced auch eine unglaublich gute Qualität allgemein. Die Too Faced Paletten gefallen mir immer sehr gut, bis auf diese hier. Das ist die The Natural Nudes. Die ist von den Farben her ultra sexy. Schaut mal bitte, wie hübsch dieses. Aber speziell jetzt so dieser helle Lidschattenton und ja, gerade diese metallischen, die ja sonst immer Ultra Power haben, kommen in dieser Palette leider nicht so gut durch und sind eher flockig. Kann sein, dass ich Montagsprodukt habe, aber ansonsten mega krasse Farben. Ja, die Anastasia Soft Glam 2 Palette, auch eine richtig tolle Palette mit richtig schönen Farben. Und relativ neu habe ich die Too Faced Natural Eyes Palette. Also ihr seht, hier können wir eigentlich mal ein komplettes Video drehen. Ich habe einige Paletten. Vielleicht muss ich euch mal eine komplette Review abdrehen, so wie zu meinen Mascaras. Wenn ihr darauf Bock habt, Thumbs up.
Natürlich zeige ich euch auch, was sich in meinem Schminktisch befindet, also aka diesen Wandschubladen. Und ich habe es schon in meiner Roomtour erwähnt, dass ich euch die überhaupt nicht empfehlen kann. Ich habe sie nur nicht retourniert, weil ich Ewigkeiten darauf gewartet hatte und allgemein wegen der aktuellen Situation super schwierig ist, an Möbelstücke ranzukommen, überall Lieferschwierigkeiten und so weiter. Ich weiß, dass viele nicht hören können und sich vielleicht inspirieren und es genauso haben wollt. Schaut mal, ob ihr was Besseres findet. Lege ich euch wirklich ans Herz. Hier in dieser Schublade befinden sich meine Skincare-Produkte drin. Wattestäbchen, ein bisschen was zum Abschminken und auch Wattepads, um einfach das Make-up loszuwerden oder ja, ein bisschen auszuradieren. Das, was man eben halt auch benötigt, wenn man Make-up verwendet. Und auf der anderen Seite hier neben befinden sich so ein paar Haartools, also Zopfgummis und auch eine Bürste. Alles, was schnell griffbereit sein muss. Sogar mein Spiegel, mit dem ich immer meine YouTube-Videos drehe. Und auch meine Wimpernzange, mein Haarreifen und auch meine Make-up-Schwämmchen, die ich ja auch in diesem Sponge-Tray einsortiert habe. Auf dem Tisch selber habe ich nur so ein kleines Deko-Tablett mit ein paar Pinseln noch und einer süßen Kerze, die ich hier im Büro aber ehrlich gesagt sehr selten anhabe. Wenn ihr sehen möchtet, was sich in der zweiten Hälfte befindet, dann gebt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid, dass euch das definitiv interessiert. Hier, wie gesagt, bin ich noch nicht fertig, weil wir hier Lieferschwierigkeiten haben. Ansonsten hätte ich es direkt mit in dieses Video aufgenommen. Gebt mir hier noch ein bisschen Zeit und dann seht ihr auch die Tore des zweiten Schrankes. Solltest du mich noch nicht abonniert haben, würde ich mich unglaublich doll freuen. Wenn du das hier an der Seite kostenfrei nachholst, dann verpasst du keine Videos mehr von mir. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi.